Diese Tradition der Knubbel bei den roten Funken rührt im Grunde aus den 20er Jahren. Denn dieses sich doch schnell entwickelnde Korps hatte ja diverse Trennungsprobleme. Die blauen Funken haben sich irgendwann abgespaltet und auch die Prinzengarde. Und so hat man sich dann überlegt, wie kriegt man diesen großen Haufen eigentlich in einen besseren Zusammenhalt unter dem Jahr? Und hat sie dann in den 20er Jahren zu einer Casino-Gesellschaft entwickelt. Casino-Gesellschaft bedeutet im Grunde, dass man vier Haufen gebildet hat und denen dadurch dann auch die Möglichkeit gab, sich unter dem Jahr in einer überschaubaren Größe zu treffen und auch durch regelmäßige monatliche Treffen im Grunde genommen den Verein nicht nur in der Karnevalszeit leben zu lassen, sondern während des ganzen Jahres. Und wir haben ja vier Knubbel. Und jeder hat auch so sein diverses Eigenleben. Sicherlich eines der wichtigsten Rituale ist, dass jeder Knubbel oder ich sage auch immer ganz gerne jedes Kurfürstentum innerhalb der Roten Funken schon eine Eigendynamik hat. Jeder hat ein eigenes Abzeichen. Das kann man also auch erkennen, wenn die Roten Funken in der Karnevalszeit auftreten. Der erste Knubbel hat den Strickstrumpf und damit auch sein Ritual oder sein Ruf ist nicht das Kölle Alaaf, sondern das Strickstrumpf Alaaf. Der zweite Knubbel, die Zwiebel oder Öllig genannt. Und das heißt dann nicht Öllig Alaaf, sondern hier heißt es Öllig Stink. Kann man sich gut darunter vorstellen, was das bedeutet. Mittlerweile sind es keine frischen Zwiebeln mehr, sondern es sind Plastikzwiebeln. Und dann kommt der dritte Knubbel mit dem Dillendopp, der aus der Tradition herrührt, dass die Funken damals mangels Geld als Stadtsoldaten auch Kinder verwahrt und beschäftigt haben. Also so ein kleiner Dillendopp, ein kleines Kinderspielzeug, was man mit einer Peitsche antreibt. Und daher kommt dann der Schlachtruf, dreimal schmick der Dopp, also schmick die Peitsche und treibt diesen Kreisel an, damit die Kinder spielen können. Und der vierte Knubbel hat eben das Abzeichen, den Sektkorken, der natürlich für die Freude des Trinkens und den Genuss wiederum steht. Und die rufen dann als Ritual, dreimal stippe fut. Das sind die Schlachtrufe. Aber es gibt auch unterschiedliche Akzente in den Knubbeln, denen jeweils ein Trifolium vorsteht mit dem Knubbelführer, einem Kassierer und einem Schriftführer, die besondere Eigenarten eines Knubbels auch in der Tradition über die vielen Jahre fortschreiben. Und Aschermittwoch zerfallen die Funken wieder in vier Knubbel. Und zum 1. Januar sind die vier Knubbel nur noch als taktisches Zeichen am Säbel zu erkennen. Ansonsten ist das ein Chor. Der Vorstand und auch der Senat der Roten Funken sind im Grunde genommen gewählte Gremien, die die Gesellschaft führen. Damit auch die Knubbel beeinflussen. Jeder Rote Funk ist entweder inaktives Mitglied, aktives oder förderndes Mitglied. Diese Mitgliederversammlung wählt einen Vorstand und dieser Vorstand besteht aus 11 Personen plus Senatspräsident, der sozusagen Kraft seines Amtes geborenes Mitglied ist. Der Vorstand wiederum führt die Geschäfte und führt den Verein. Geschäfte, also alles das, wenn es um Veranstaltungen geht, alles das, wo Geld verdient wird und verdient werden muss. Aber ist auch zuständig für die Inhalte und Wertvorstellungen der Roten Funken und für das Vereinsleben. Übrigens wird auch seit wenigen Jahren der Präsident durch die Mitgliederversammlung gewählt. Das war früher mal anders. Und der Senat ist eine Sammlung der alten, verdienten Mitglieder quer durch, also praktisch als Klammer über diese vier Knubbel hinweg. Ist so im Prinzip das Haus der Weisen, der älteren, erfahreneren Roten Funken. Man kann also nach 11 Jahren hier hineinberufen werden und hat ein wenig die Aufgabe, die Linien, Entwicklungen der Roten Funken im Auge zu behalten, unabhängig von Zeit- und Modetrends und auch hier den Vorstand zu beraten. Der Vorstand wird auch alle 3 Jahre gewählt. Es ist nicht mit Geld in Verbindung zu bringen. Er kriegt nichts dafür, aber auch nichts dafür zu geben. Er muss nur seine Zeit zur Verfügung stellen. Das sind reine ehrenamtliche Posten alles.